Wir befinden uns heute in Stanzach am Stormand Lift, wo der Aquawalk Contest 2010 stattfindet, veranstaltet von der Landjugend Stanzach. Hier werden sich also die wagemutigen Teilnehmer runterstürzen und ins 27 Grad beheizte Wasser eintauchen. Also ich würde sagen, das wird sicher ein tolles Event. Der Spaß steht da heute natürlich im Vordergrund, aber die ersten drei bekommen doch auch ein gutes Preisgeld. Also steht, glaube ich, einem tollen Event da heute nichts mehr im Weg. Einfach ein Event, das was uns auch so schnell niemand nachmachen kann. Das war eigentlich der ganze Gedanke. Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen mit dem Qualifying von der WOC-WM von Stefan Raab, dass wir das eigentlich da, weil wir ja genügend Schnee haben, dass wir das eventuell nachmachen können. Ja, hier habe ich ein paar Jungs von der SBG Lechtal. Und genauso haben wir hier auch den Titelverteidiger des letzten Jahres, Brandmeier Mario, der Marilla. Wie war es dieses Jahr? Super Contest. Wie ist die Wassertemperatur und wie bist du zufrieden mit deinem Sprung? Ja, Wassertemperatur ist in Ordnung, also das haut schon hin, aber die Temperatur vom Wasser ist letzter ein bisschen wärmer gewesen und der Sprung seit auch kann ein bisschen besser sein. Ja, beim zweiten Sprung, der ungültig war, hättest du den zweiten Platz erreicht. Aber mein, nichtsdestotrotz, ich darf sagen, dabei sein ist alles. Die Gaudi war da, die Gaudi ist ja immer noch da. Macht das noch fein im Pool, oder? Trinkst du noch ein paar Bierle? Ja, auf alle Fälle trinken wir noch ein paar Bier. Weißt du, ich brauche immer zwei Läufer. Zweieinhalb sage ich jetzt auch immer besser. Ich verstehe. Ja, wie ist es bei dir? Wie ist es bei dir, Krise? Bist du zufrieden gewesen mit deinem Sprung? Ja, hundertprozentige Steigerung gegen letztes Jahr, weil letztes Jahr war die Rampe noch relativ, für sagen wir, schwere Leute, relativ schwierig, weil die Welle drin war und am Anfang zu schnell und nachher ist es gegangen. Aber heuer war es ganz gut. Also ich bin sehr zufrieden mit. Ja, ich glaube, wir haben heute wieder tolle Sprünge, spannende Szenen und spektakuläre Stürze da erleben dürfen am Stanzacher Stormandlift. Und darum würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Jahr bestimmt wieder beim